Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver mit unserem kleinen süßen Togepi, was wir noch leveln werden. Los, Siegelava. Danke nie. Okay. Hoch zu Krieg. One-Hit-Kill. Level 4 heißt Level 6. Erlernt Metronom. Oh Gott. Alpha-Notbremser. Jetzt ranken wir rein. Jetzt Metronom rein. Noch eine Keule. Danke. Na, so verliere ich das. Oha! Hallo, was fällt dir eigentlich ein? Zerschneid jetzt gleich. Heute. Trank einsetzen. Sehr schön. Warte mal, da habe ich noch zur Schneider. Rettern! Also aus Metronom kann ganz schön kranker Scheiß kommen. Das ist echt nice. Volltreffer. Ich treffe dich auch gleich mal voll, ey. Ja, ist okay. Rettern. Aber ich kann die Erfahrung gut gebrauchen. Also meine Pokémon können die Erfahrung gut gebrauchen. Rettern wurde besiegt. Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Wir sind zu Zerschneider einsetzen, ja. Oh ja. Die nehme ich doch gerne mit. Schön an Apriko gebaut. Ein Apriko gelb. Einmal Attacken auffüllen lassen. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ja.
Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, bitte. Deine Pokémon sind wieder topfit. Danke. Komm bald wieder. Okay, danke. Ehrlich. Bei Togepi haben wir dann auf jeden Fall den Überraschungseffekt. Ein kleines süßes Pokémon kann doch keine, kann doch angeblich keine starken Attacken haben. Was sich viele vielleicht denken. Was natürlich totaler Bullshit ist, weil auch süße Pokémon können starke Attacken. Born to you. Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Entschuldigung. Metronom. Karasschlag. Okay. Das war nichts. Okay. Der Schneider. Und die wurde besiegt. Tanke erreicht Level 7. Erstmal die grüne Aprikose pflücken. Vielleicht fangen wir ja später an Hutut. Hoffentlich. Ich hätte gern Hutut, ich hätte nämlich gern noch gut. Ja, setz das schnell ein. Ist okay. Topsy könnte ich mir auch anfangen. Okay, Topsy. Sondersensor. Heute fangen wir uns mit Taubsi. Ja. Ja, ist okay. Taubsi wurde gefangen. Sehr schön. Jo, haben wir nämlich jetzt auch schon mal Pokémon. Also du den Taubsi einen Spitznamen geben. Nein. Oh, was ist das für ein Pokémon? Ich kann mich nicht entsinnen, in Johto schon mal so ein Pokémon gesehen zu haben. Jetzt verstehe ich auch, worauf dieser Pokémon am Telefon hinaus wollte. Das bringt uns den legendären Poké... Oh, aber schon gut, vergiss es. Eins steht nun aber auf jeden Fall fest, wir können in Zukunft noch viele unglaubliche Dinge von dir erwarten. Oh, das ist ja alles so aufregend. Hier nimm das als Zeichen meines Danks. Ewigstein.
das ist ein Ewigstein. Wenn Pokémon sich entwickeln, ändern sie dabei auch ihre Gestalt. Wenn sie in diesem Moment allerdings einen Ewigstein bei sich tragen, lässt sich die Entwicklung damit aufhalten. Wenn du ein Pokémon also in seiner ursprünglichen Form weiter trainieren willst, gib ihm einen Ewigstein. In Ordnung, Tobi, viel Erfolg noch auf deinem Abenteuer. Danke. Oh, und vergiss nicht, mir bei meiner Forschung zu helfen. Erstmal nach Mulit nach Hause. Bevor wir schon mal da sind. Oh schön, du bist wieder da. Du scheinst dir viel Mühe zu geben. Dein Zimmer oben im ersten Stock ist aufgeräumt und wartet wie immer nur darauf, von dir geholt zu werden. Oder bist du vielleicht wegen deines Geldes hier? Warte, ich kann nicht. Sparplan ändern. Lass mir mal ein bisschen was von deinem Geld sparen. Ja. Okay, du kannst auf mich zählen. Aber pass mir gut auf dich auf, ja? Deine Pokémon. Du und deine Pokémon, ihr seid ein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge verletzen. Also dann schöne Wahl. Nicht frech. Nicht mal gefragt, wie es uns geht. Ein wildes Topsy erscheint. Los, Togepi! Das hast du gerade getan. Ich hatte, dass das war, was du wolltest. Ah, Togepi sitzt Sondersensor ein. Tschüss, Topsy. Erfahrungspunkte. Hätte gerne einen Mutut. Du bist kein Mutut. Gesichte. Wieso wird erkennt Togepi? Schön. Jetzt hat sich erfahren. Ich werde jetzt einfach wieder bis in den Raum gehen, aber ich möchte ja auch Pokémon fangen, ne? Aber Wuthut möchte anscheinend nicht für meinen Team. Das war ein Fehler. Auch das war ein Fehler. Dann wollen Sie erfahren. Dankeschön. Hier steht ein Aprikobaum. Aprikobaum. Sehr schön. Gut, gut. Ja, mit zwei Attacks. Das ist eine Sache. Volltreffer. One hit kill. Hier vielleicht ein Tutu drin. Nee, aber ein Raffratz.
Das werde ich bestimmt einfangen. Weil Rattrat so ein tolles Pokémon ist. Kleiner Penner. Sehr schön. 32 erbaut. Auch das ist sehr schön. Erstmal ins Pokémon Center. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fett. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ja. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Bitte. Deine Pokémon sind wieder da. Danke. Komm bald wieder. Komm, komm. Danke. Ganz ruhig. Oh. Ladybug. Okay, Sondersensor. Wenn du das überlebst, versuch dich zu fangen. Okay. Okay. Togepi erreicht Level 8. Wenn du das überlebst, dann kommst du ins Team. Erstmal killen lassen. Aber da ist ja noch eins. Sondersensor. Weiter. Ladybug wurde gefangen. Wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. Käferflug. Hier lang. In dem Pokémon. Ja. Togepi, Sondersensor. Fick dich. Wehe. Ein Volltreffer. Das ist sehr effektiv. Das freut mich. Ja, gut. Los, Togepi. Fick dich. Togepi setzt Sondersensor ein. Das ist sehr effektiv. Hier steht ein Aprikobomb. Erstmal flippen. Das könnte ja eine Kopfnuss. Ja, bitte.
So, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ich zerschneide noch eine Bombe. Dann beende ich die Folge. Wie gesagt, bedankt fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.